Hörst du mich, Nico? Ja, ich höre dich wieder. Alles. Bist du, Ich wurde von einem Scheiß von einem Ding verschlagen, Alter. ja, bist aber bei dir dein da Warte mal gespawnt? kurz, ich muss dich wieder. Warum bist du nicht über meine Kopfhörer drin? Weiß ich nicht. Hast hier noch Eisen gesehen, wenn ich bin? Hörst du mich jetzt wieder? Warte mal, red mal was. Ja, ich höre dich, aber ich glaub nicht über dein Headset. Wieso? Digga. Sonst geh Naja, gerade mal dann raus müssen wir oder es rein halt oder ohne sowas. Kopfhörer machen. Warte, ich komme gleich mal rein in das Ding, okay? Ich gehe Was? kurz mal raus und dann komme ich sofort wieder rein. Ach so, ja. So, wir werden jetzt gerade noch diese Kohle hier mitnehmen, so ein bisschen. Dann können wir uns schon Full Iron equippen. Dadurch, dass ich jetzt natürlich kein Holz mitgenommen habe, keine Werkbank, kein gar nichts, ist es ein bisschen scheiße, aber egal. Oh, ist er wieder. Hallo? Hallo? Aha, hallo. Hallo? Aber ich habe mal zum Glück, ich habe ja meine Sachen hier. Ich habe ja meinen Spawnpunkt hier. Kann ja gar nichts passieren. Ja, das ist schon mal jetzt ein Vorteil, wenn du den da hast. Ich, Die alles, Höhle was hier. muss ich mir eigentlich merken. Ich müsste mich eigentlich nach oben buddeln. Ist Doch. brauchen wir dringend. Was brauchen wir? Erde brauchen wir Oleg. noch mal ein bisschen. Zack. Der Server ganz kurz ein bisschen geleckt. Oh, da ist schon Lapis, holy fuck. Ich höre Schon wieder Schafe. Nacht? Tja. Ach du Scheiße. Nee, das ist jetzt morgen, ne? Ja, es Hab ich wird jetzt gerade kurz morgens, verwirrt. glaube ich. Ja. Hab ich kurz verwirrt. Aber stimmt das, dass desto länger du quasi im Wachzustand bist und nicht schlafen gehst, desto gefährlicher werden die Monster? Ja, dann kommen auch so, wie So nennt man fliegende die? Dinger, kann Ja, das ja, sein? ja, ja. So wie so Drachen? Weil Ja, genau. die hatte ich mal. Wo ich mal einmal auf einer Welt war, dann habe ich überhaupt nicht geschlafen und irgendwann mal kam. Ja, die Die sind ein waren bisschen richtig Arsch. cool. Die sind ein bisschen sehr Arsch. So. Grundstück ist fertig. Jetzt müssen wir das Muss mich unbedingt um Grundstück. Essen kümmern. Was sagt der Ofen? Vielleicht mal einfach mal schlafen. Ach, schlafen gehen. Anpflanzen. Maybe fürs Erste, dass wir immer genug da haben. Deswegen ist Und eigentlich so ein zwar. Anfangsdorf immer nice. Ja, man, Dorf wäre nice, weil dann kriegst du erstmal die allerwichtigsten Sachen, hast du dann schon mal. Und dann kannst du dich quasi dann auch später um den Rest kümmern. Okay, ich glaube, Brady So, hatte ja. mal ein Dorf gefunden, weil der hat hier so ein Stable. So eine Steinsäge. Vielleicht ist hier in der Nähe ein Dorf. Das wäre auf jeden Fall big. Das wäre big, ja. Ey, wenn Brady schon Dings ranholt, wär echt nice. Ah, nein, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir Oh, ich habe einen Bogen gedroppt bekommen. damit. So, damit bauen wir uns gerade mal einen zweiten und dritten Ofen.
So, als erst. Ganz kurz auf Flex hier. Hier. Okay, das heißt, zack, wir zack. wollen hier den Stein. Was essen können. Ach. So, dann gibt es schon mal eine Eisenaxt. Eisenpickaxe. Tun wir mal. So. Mitnehmen zum Bauen. Wir können so einen zweiten Crafting Table machen. Für was ist ein zweiter Crafting Table gut? Damit du den einen einen festen Ort hast und den anderen mitnehmen kannst, oder was? Genau. Einen nehme ich quasi dann immer mit zum Meinen. Und zum Meinen am besten immer nur das Wichtigste mitholen, ne? Ja, quasi Fackeln und sowas, ne? Also das standardmäßige Equip quasi. Ich werde mich aber gleich erstmal auf Essenssuche begeben, denke ich mal. Oder soll ich anpflanzen? Was ich auf jeden Fall mal anpflanzen werde, ist Zuckerrohr mit Full Enchanter. Wichtig und richtig. Oh ja, Mann. Zuckerrohr, das hast du mir beigebracht. Zuckerrohr ist das Allerwichtigste. Ja, also nach Essen. Sag ich jetzt mal, nach Essen und Equip und sowas ist Zuckerrohr. So mit dem Full Enchanter ist das wichtig, weil wir brauchen Papier. Zum Traden auch immer ganz gut, eigentlich. Ganz kurz ein bisschen was. Oha, hier, wir haben echt einen guten Spawnpunkt gefunden, finde ich. Ja, weil rein theoretisch haben wir auch direkt ein Portal, ne? In den Nether. Durch das, Ja, hier ist so voll viel, hier ist voll viel Stein, Kohle, alles ist hier. Also wenn du hier über diesen Berg hochgehst, wo ich jetzt gerade bin. Das ist nice. So. Was wollte ich jetzt abbauen? Genau, ich wollte nur ein bisschen Stein abbauen. Dafür gehe ich am besten einfach in meine Höhle. Also du musst quasi ja jetzt nur noch dieses Portal hier fertig machen, ne? Ja, aber aber was ist hier mit diesem Lava? Diese Lava macht mir so ein bisschen Angst, Alter. Weil ich als Profi, ich spring da gerne rein, Alter, weil ich so gar keinen Peil habe. Ja gut, die Lava kann ich gleich zubauen. Die ist tendenziell für uns nicht mehr so wichtig. Ja, wäre schon cool, glaube ich, wenn wir die irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal so Lava hätten, oder nicht? Natürlich, klar. Aber die wirst du auch überall finden eigentlich. Ja, warte mal, okay, Brady ist auf dem Server drauf. Wo tingelt der denn rum? Ich würde es mal gerne wissen. Weil irgendwo muss ja dann ein Dorf sein oder sowas. Der ist auf jeden Fall. Der ist bestimmt auf Dorf. Der ist bestimmt auf Suche gegangen. Bestimmt. Bestimmt kommt der gleich mit irgendeinem Boot oder mit irgendeinem Villager an oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Einfach zum Flexen, weißt du? Einfach so, ja, guck mal hier, ich kann schon traden und sowas, ihr nicht. Ah, wäre ja nicht ich schlimm. Glaub, ja, ich würde es feiern. Ich würde sagen, Mashallah. Ich würde sagen, ich kann es noch nicht und ich bin der Letzte, der es kann. So, kommen noch gerade die zwei Eisen. Dann habe ich Full Iron. Das ist eine Rüstung. Dann machen wir jetzt gleich noch direkt ein Schild fürs nächste Eisen. Und das und die Werkzeuge noch. Die Fackel tun wir weg. In den Crafting Table. Die Ho kann hier bleiben. Sticks können auch hier bleiben. Holz kann. Aber guck mal, ich hab eine Fackel in der Hand, aber die leuchtet mir das gar nicht aus. Gibt es dafür einen Grund? Ja, du hast keinen Optifine drauf. Ist das so ein Shader?
Ja, Optifine sorgt eigentlich nur, soweit ich das weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich meine, sorgt nur dafür, dass dass Minecraft flüssiger läuft, bisschen optimierter wird und Realistischer. dass du halt so reinzoomen kannst und Shader installieren könntest und und. Okay. Und hier. Okay, das reicht erstmal. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier Den drüben. Bogen könnten wir eigentlich usen. Vergessen nur. Brauchen wir denn jetzt schon? Ich glaube eher weniger. Also, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen. Essen. Wir müssen uns mal auf Essenssuche begeben nochmal ein bisschen. Brauchen ja auch eh nochmal Leder. Da soll ich jetzt erstmal ein bisschen farmen noch. Das ist jetzt halt die Bude ist eigentlich soweit Wo ist deine Bude? Ich egal. sehe gar keine Bude. Ich habe in den Berg gebaut. Ah, stimmt. Mit wem rede ich hier eigentlich? Du baust ja immer in Berge rein, ne? Ja, meistens. Wie gesagt, in meiner eigenen Offline-Welt habe ich ja eine komplette Höhle ausgebaut. Komm, wir gucken mal. Da hinten so treibt. Ah, er zieht den Grundriss. Wie ich. Ne, du. Du ziehst den Grundriss, meine ich ja. Ach so, so redest du bei mich. Ich bin noch gerade bei dir. Pack mit an, Junge. Nein, Spaß. Also so Wird groß ein bisschen. wird dein Haus, oder was? Ja, so ein bisschen größer, habe ich gedacht. Ja, ist doch nicht verkehrt. Ich hab Klaustrophobie. Also in Minecraft. Ich mag's halt, wenn Häuser von außen klein aussehen, aber von innen riesig sind. Ja, das ist auch nice natürlich. Und ich habe da schon richtig geile Ideen, wie ich das da hinten umbaue, also umsetze. Mit meiner kleinen Hobbit-Höhle aktuell noch. Ja, ich, also So. bei mir ist das so, ich baue einfach drauf los und währenddessen kommen quasi die ganzen Sachen, wie ich das gern hätte. Ja, ist So, alles. jetzt müssen wir euch jetzt mal. Okay. Ist noch So. Zuckerrohr, das snacken wir uns mal ganz kurz. Gehen wir nochmal runter in die Höhle. Eins, Gucken, ob wir drei. vielleicht schon mal ein paar Dias abgreifen können, damit wir so schnell wie möglich eigentlich an unseren Full Enchanter kommen, weil ab dann wird's easy. Ab dann wird's easy. Auf Brady bin ich wirklich gespannt. Dem seine Vorgehensweise kenne ich noch nicht. Das ist auch das allererste Mal, dass ich mit Brady Minecraft spiele. Also ein bisschen verwundert er mich schon. Der konnte ja auch schlafen eben. Also da hat er sein Bett auf jeden Fall mitgenommen. Der Nacht. Dann legen wir uns mal schlafen. Schlafen? Fragezeichen. Brady hat den Fortschritt macht dich fein erzielt.
Achso, er hat auch Eisenrüstung, okay. Wenn es soweit ist, sagst du dann Bescheid. Oh, blöd, bei mir ist alles voll. Was? Ja. Zwei Skelette, Achso. Spinnen. Digga, ich will doch. Nein, nicht dann. Ja, das ist mein Haus, ihr Wichser. Das ist meins. Machen wir die Bist Nacht du? durch. Brady kann nicht schlafen gerade wegen dem Monster. Ich glaube nicht, dass vier Fleisch reichen werden. Deswegen werden wir jetzt ganz kurz noch mal ein bisschen Fleisch Aber ranholen. bei mir geht. Aber guck mal, ich habe jetzt schon den ganzen Tag nichts gegessen und bei mir geht das nicht weg, ne? Ja gut, wenn du auch nicht sprintest oder sowas, dann ist das auch sehr, sehr langsam. Eins, warte mal. Aber du kannst auch mal ein paar Eins, Fackeln zwei, platzieren, dann drei, spawnen nicht so viele sechs, Monster. sieben, acht. Ja. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Irgendwelche Tiere noch sind. Aber da hinten kann ich doch die Tiere eigentlich Au. abgreifen. Oh. Das Sieht schon mal. Skelett. Skelett. Ich habe coole Ideen für meine Hobbit-Höhle. Das ist, glaube ich, ganz nice. Skelett, Junge. Und Schafe brauche ich dafür. Ganz viele. Ganz, 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 ganz viele Schafe. Mein Gott.